So, das war sehr laut. Weiter geht's mit der Tour de France. Ich habe an meinem Setup ein bisschen gebastelt, weil ich jetzt ja wieder viel, viel mehr Zeit habe auch zum Aufnehmen. Zumindest so die nächsten 4 bis 6 Wochen sieht es eigentlich relativ gut aus, auch mit Videos. Deswegen steigen wir jetzt ein, nicht nur in den Wintersport. Ich weiß, ich mache immer viele Versprechungen und ich habe die Kommentare bei NJ Biathlon auch gelesen. Die Kritik ist vollkommen berechtigt, dass bestimmte Spiele eben nicht zu Ende gespielt werden. Ich schreibe da nochmal oder ich antworte nochmal auf den Kommentar. Ich kann es aber dann auch gleich hier im Video nochmal ein bisschen erklären. Wir versuchen jetzt hier bei der Tour de France oder beim Spiel Tour de France Ulle noch Richtung 100% zu bekommen. Uns fehlen da noch 11 Etappensiege im Flachen. Da wollen wir also auf jeden Fall noch nachlegen. Mal schauen, ob wir die 100% dann wirklich hinbekommen. Paris-Roubaix gewinnen, die Lombardei-Rundfahrt gewinnen. Das sind jetzt erstmal die Ziele. Da müssen wir mal kurz wieder ein Stück nach vorne fahren. Doch ein bisschen viel verloren. So, nehmen wir vor allem mal rotes Gel. So, und dann machen wir gleich bei einer der nächsten Etappen dann ganz kurz die Zusammenfassung. Warum, wieso, wie es bei mir privater eben auch zeitlich immer aussieht. So, jetzt sind wir eigentlich in einer guten Position. Ziehen wir einfach mal durch. Sieht doch eigentlich ganz souverän aus. Ja, müsste eigentlich gereicht haben für den Sieg. Schön auch von vorne gefahren. Halt mich ja dann auch ab und zu mal an die Kommentare, ne, die sagen, hey, du bist immer zu spät losgesprintet, hattest eigentlich noch Energie. In dem Fall war es jetzt, glaube ich, relativ gut. Schauen wir noch mal, wann es losging. Noch mal ganz kurz, wann ist Ulle da los, damit ich so ein bisschen Indiz habe. War jetzt natürlich auch super flach. So bei Kilometer, ja, so 900 Meter, glaube ich, circa. Da haben wir den Sprint angezogen, was natürlich nicht realistisch ist. Normalerweise sprinten die nicht ganz so viel. So, aus der Sicht des belgischen Meisters hier, ja, war trotzdem relativ deutlich der Sieg hier für Ulle. Bedeutet den ersten Sieg im Flachen. Den haben wir auch gleich mal eingetütet. Richtig gut. He is all smiles. Bis auf Bergwertung liegen wir natürlich auch wieder vorne. Ulle altert hier ja nicht in diesem Spiel. Das ist nach wie vor ein großer Kritikpunkt, der aber wahrscheinlich die kommenden Jahre auch nicht geändert werden wird. Also da haben wir jetzt schon so häufig drüber gesprochen und ich glaube, ich habe den Entwicklern ja auch so ein bisschen Feedback gegeben, aber ich glaube, da wird sich einfach nichts ändern. Das sind Spiele, die laufen ganz gut, die bringen ein bisschen Geld ein, aber an der Entwicklung, da sitzt wahrscheinlich nur ein minimal kleines Team dran. Da wird relativ wenig passieren. So, die nächste Etappe ist eine Hügeletappe. Die wird uns also nicht wirklich weiterbringen in unserer Entwicklung. Ich glaube, da fehlt uns einfach auch nichts mehr. Weiß gar nicht mehr, wo wir das genau einsehen konnten. Irgendwo ging das. Ich glaube, wenn man hier weitergeht, schauen wir mal, welche Ziele da noch offen sind. Ich glaube, hügelmäßig sind wir echt komplett durch. Die hügeligen Etappen waren noch immer relativ leicht zu gewinnen. Versuchten es natürlich trotzdem. Die Sprintkonkurrenz mit Wout van Aert auf jeden Fall mit dabei. Ob jetzt Tom Pidcock auf dem Terrain, das als hügelig deklariert ist, unbedingt, ob mit dem zu rechnen ist, das ist jetzt so die Frage. Einstufung, Tagesform, Wertung, Rollen. Ah, okay, also das sehen wir dann hier gar nicht. Okay, ist auch nicht so schlimm. Also wie gesagt, ich glaube, hügelmäßig sind wir durch. Da gehen wir jetzt auch auf die letzten Kilometer rein. Ich versuche wieder jemanden in die Ausreißergruppe zu schicken. Bini Girmay würde sich anbieten. Die Saison 2023 von Bini Girmay so ein bisschen sturzbedingt natürlich im Frühjahr auch nicht ganz so stark gewesen wie 2022, wo er sich den Sektkorken beim Giro ja noch ins Auge geschossen hat. Da war er auf einem, nicht auf einem Level, aber er war zumindest in vielen Rennen gleich auf mit Mathieu van der Poel von der Energie her, von der Power her. Dieses Jahr hat es jetzt, wie gesagt, auch verletzungsbedingt nicht ganz so gut funktioniert. Hoffen wir, dass er 2024 wieder richtig gut in Form kommt. Jetzt schicken wir ihn erstmal hier bei der Eurotour in die Gruppe. In Dünkirchen geht's los und es geht nach Calais. Und danach kommen auch noch ein paar Zeitfahren zum Beispiel, die wir dieses Jahr auch erfolgreich gestalten wollen. Und dann können wir dort ja auch Ulle noch näher Richtung 100% bringen. Zweite Etappe, wird wieder sehr laut gejubelt, wir steigen mal ein bisschen früher ein, um eben ganz kurz drüber zu reden, warum manche Let's Plays dann eben auch manchmal abbrechen. Vor ein paar Jahren habe ich auch mal 1, 2 Jahre Pause gemacht, weil ich eben häufig Dinge gespielt habe, die mir keinen Spaß mehr gemacht haben. Und habe mir dann irgendwann geschworen, okay, wenn mir etwas keinen Spaß mehr macht, dann spiele ich es auch nicht auf Gedeih und Verderb, weil eben YouTube ist dann oder ist verlangt mehr oder weniger. Das war jetzt beim Tennis Manager wieder so, da habe ich gemerkt, okay,
so ein, zwei Saisons bin ich richtig gehypt, macht das Spiel mega Spaß. Die super Langzeitmotivation hat der Tennismanager zum Beispiel nicht für mich. Habe ich jetzt mehrfach schon gesehen. Es macht mich süchtig für einen gewissen Zeitraum. Und danach ist es dann eigentlich fast immer wieder das Gleiche, wie aber ja eigentlich der Radsportmanager auch. Ich verstehe es, dass die Leute dann enttäuscht sind, dass das nicht zu Ende geht. Verstehe ich total. Deswegen, das möchte ich auch gar nicht kleinreden. Absolutes Verständnis dafür, weil wenn man irgendwie so eine lange Karriere anfängt, dann will man auch wissen, wo das Ganze endet. Bei Bikegate sind wir da jetzt ja auf einem guten Weg. Da geht es dann jetzt in die vierte Saison. Da haben wir auch richtig Spaß dran. Die Transfers laufen. Und ich meine, wenn wir jetzt die vierte Saison, wir sind im Oktober mit Bikegate. Beim ersten Mal haben wir gerade mal 5 Saisons geschafft. Da war natürlich auch eine Tour de France und so weiter dann dabei mit absoluten Spitzenfahrern. Aber da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. So einige andere Sachen, Story Games, die habe ich häufig zu früh abgebrochen, das ist schon klar. Nur ganz kurze Einordnung, ich mache ja momentan noch eine Ausbildung, die jetzt im Mai dann mit der Abschlussprüfung rumgeht. Also deswegen war es jetzt auch die letzten 1,5 Jahre schon relativ stressig. Auf dem Discord hat man es ja so ein bisschen mitbekommen. Da sind dann einfach Phasen, wo ich absolut gar keinen Kopf für aufnehmen oder sonst irgendwas habe. Und da gibt es eben dann immer wieder Phasen, wo dann eben auch bestimmte Let's Plays einfach wegbrechen. Das soll natürlich nicht sein. Ich versuche es auch besser zu machen. Und vor allem muss ich dann für mich auch entscheiden, okay, habe ich jetzt in den kommenden Wochen und Monaten wirklich Zeit, um das Let's Play jetzt auch eben zu spielen und vor allem dann auch fertig zu spielen. Da muss ich wahrscheinlich einfach auch ein bisschen selbstkritischer sein und nicht so viele Dinge anfangen, wo die Leute sich freuen und sie dann nicht beenden. Wie zum Beispiel Forest, Sons of the Forest, muss und will ich jetzt auf jeden Fall fertig spielen. Da sind wir jetzt in der Story noch nicht ganz so weit gekommen, aber das war auch gar nicht der Plan bisher, mit der Story weit zu kommen, weil das Spiel wird immer weiterentwickelt. Sons of the Forest ist was, wo man ja nach und nach eben die Insel entdeckt, sich ein bisschen was aufbaut. Und das Ganze dann eben auch mit weiteren Updates irgendwann zu Ende spielt. So, hier ist jetzt erstmal alles schön wieder zusammengefahren. So, aber wie gesagt, um das nochmal zu sagen, ich verstehe total die Kritik. Ich wäre auch enttäuscht, wenn irgendwo ein Let's Play beginnt und ich feiere es total und dann endet es. Wout von Wamsi übrigens ist nicht geendet. Das war einfach auch ein bisschen, ich habe es ein bisschen vergessen einfach. Es hat auch niemand danach gefragt. Ich habe aber einfach, wenn ich mich hingesetzt habe, Pro Cycling Manager mit Bike Aid, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich Wout van Wamsi fast vergessen habe. Aber ich werde mich gleich hinsetzen und dann auch noch ein bisschen aufnehmen mit Wout van Wamsi und dann kriegen wir da bestimmt auch noch eine schöne Karriere hin. Die wird ja, denke ich mal, auch so 2, 3, 4 Saisons hoffentlich gehen. Schauen wir mal, wie das Ganze ist. Und jetzt auch beim Wintersport hoffe ich eben auch, dass das Ganze gut ankommt. Ich werde die Folgen allerdings ein bisschen kürzer gestalten, als das früher war. Dann lieber ein bisschen abwechslungsreicher ist. Ich muss meine Zeit dann halt auch ein bisschen besser verteilen, weil ich habe auch meine Eltern hierher geholt nach München und die sind beide in einem Wohnheim für betreutes Wohnen, aber ich betreue sie halt theoretisch auch noch. Also ich fahre mehrfach die Woche zu meinen Eltern nach der Arbeit, bin nochmal 1, 2 Stunden da, räume ein bisschen auf, putze ein bisschen, rede ein bisschen mit meinen Eltern. Und das kommt halt auch noch on top. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann muss man noch mit dem Hund rausgehen. Dann muss man vielleicht noch kochen, die Wohnung aufräumen. Und dann ist es 22 Uhr. Und man denkt sich, verdammt, wo ist der Tag überhaupt hin? Ich hätte eigentlich ganz gerne auch mal ein bisschen Zeit noch mehr für mich gehabt. Und das ist halt wirklich. Deswegen brechen manchmal Let's Plays weg, weil man dann einfach keine Zeit hat und manchmal dann eben auch gar keine Lust. Klingt ein bisschen blöd, aber so ist es nun mal. So, ich hoffe, ich fahre da jetzt nirgendwo hinten drauf. So, Anode Lee, den stecken wir noch in den Sack und dann holen wir uns den nächsten Etappensieg. Jawohl. Also, nur um das einmal erzählt zu haben, wie gesagt, ich erzähle immer relativ wenig privat, weil ich der Meinung bin, okay, der Channel, es geht um Content, es geht um Sport, um lustige Witze, um coole Spiele und ich will keine Klicks generieren mit, oh, der Vasi, der pflegt seine Eltern oder sonst irgendwas. Das soll es definitiv nicht sein, nur dass man eben ein bisschen Verständnis hat. Ich habe aber den Kommentar jetzt auch nicht böse aufgefasst, ne? Das war eine völlig coole, berechtigte Kritik, die auch zu 100% stimmt. Will es auf keinen Fall jetzt irgendwie arrogant wegwinken. Stimmt total aus Zuschauersicht richtig und aus meiner, keine Ahnung, YouTuber-Sicht einmal nur kurz erklärt, warum eben manchmal Pausen sind und warum ich auch müde bin, weil es echt verdammt viel nebendran ist. Also diese Müdigkeit, über die sich ja immer lustig gemacht wird, wo ich mir manchmal auch denke, ja, okay, wenn ihr wüsstet, was ich denn nebenbei immer noch so freischaufel und mache, dann hättet ihr wahrscheinlich auch noch mehr Verständnis dafür.
Aber ist jetzt auch egal. Also Ulle gewinnt die zweite Etappe. Ich hoffe, ich habe es ganz gut erklärt. Jetzt geht es über die Kopfsteinpflaster nach Arenberg, Porte du Hainaut. Also ein bisschen die Straßen nach Roubaix können wir hier abfahren. Ist doch Roubaix, oder? Porte du Hainaut, ja, ich glaube schon. Dann geht es die Mauer von Huy nach oben. Ich denke mal, dass wir alle Etappen hier gewinnen können. Und dann gibt es nochmal ein kleines Teamzeitfahren über 34 Kilometer. Ich hoffe, da gibt es keine Kurven. Teamzeitfahren, immer eine absolute Hölle. Muss ich wahrscheinlich auch erst nochmal ein bisschen trainieren. So, also, jetzt haben wir auch genug drumherum geredet. Ulle holt sich den Sieg. Bin echt begeistert, wie Ulle hier sprintet. Leider gilt das hier nicht als Flachetappe, sondern als Hügeletappe. Aber gut, nehmen wir so hin. Jetzt geht's von Lille nach Arenberg, Porte du Hainaut, über Kopfsteinpflaster, ohne Ende. Da ist Ulle sowieso gut ausgerüstet. Ich glaube 84, 85 Kopfsteinpflaster. Da sollte uns keiner was vormachen, selbst ein Wout van Aert nicht. So, wir schon rein auf die Kopfsteinpflaster-Etappe. Ich habe unserem Team jetzt mal gesagt, die sollen alle schön nach vorne brettern. Da ist der deutsche Meister Nils Polit, der wirklich hier auch rumbrettert. Rechts, links, wie so eine Flipperkugel ist er hier am Start. Hier haben wir auch den Hooligan, ne? Hode. Nicht nur Henry Ulig, der Hooligan, der nächstes Jahr World Tour fährt. Irgendwie erwähne ich ihn jetzt immer. So, da geht's aber hinterher. So, wir fahren hohes Tempo über die Kopfsteinpflaster. Habe jetzt einfach mal dem Team gesagt, sie sollen hohes Tempo fahren. Das können die dann selber entscheiden, wie sie es machen. Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei. Denn es ist Sommer. Was ist schon dabei? Weiter weiß ich es gar nicht mehr. So, auf jeden Fall machen wir jetzt hier schon mal Teamzeitfahren, was am nächsten Tag kommt. Die Jungs sind fit, haben Bock. Und jetzt geht's auf die nächsten Kopfsteinpflaster-Passagen. Healy ist da gerade vorne gefahren. Wir haben Küng noch an unserer Seite. Es wird hier richtig gebrettert. Affini mit 100. Ulle denkt sich, ja mei, da hau ich den Tempomat rein, dann ist das immer noch passend. Geht noch ein Stück. Das tut sicherlich einigen Fahrern weh, vielleicht auch dem einen oder anderen Sprinter, wobei Sprinter ja durchaus häufig ganz gute Kopfsteinpflasterfahrer sind. Gibt so diese Zwischensprinter, würde ich sie mal nennen, die vielleicht nicht immer die ganz endschnellen sind. Okay, jetzt macht Ulle die ganze Zeit aber Tempo. Eigentlich sollen die Kollegen ja fahren. Die fahren aber nicht schnell genug für Ulle. Hat jetzt nicht so bombig wehgetan. Also wir geben jetzt mal allen die 100. Ändern wir das mal. Und dann können wir, wenn es aufs nächste Kopfsteinpflaster geht, dann alle mal auf Attacke setzen. Ich glaube, da vorne kommt auch schon das nächste Stück. Jo. Dann gehen wir jetzt nämlich mal all in. So, Küng bleibt an der Seite und jetzt wird ordentlich gebrettert. So, da muss auch Ulle nämlich mal volles Tempo fahren. Okay. Puh, das ist schon ein ordentliches Tempo, das da hingelegt wird. Haben wir uns sogar kurz abgesetzt. 19 Kilometer sind es noch. Vorne sehen wir die Gruppe mit Lovell und Sepp van Marke, der die Karriere ja leider beendet hat. So, dann müssen wir wieder die Lücke schließen. Christoph Laporte, der Europameister, an unserem Hinterrad. So, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben Küng verloren. Einige Jungs sind da jetzt raus. Schauen wir mal gerade. Ne, Küng ist irgendwie noch in der Gruppe, aber nicht ganz vorne mit dabei. Die blauen Gele verteilen wir mal. Healy ist schon ziemlich durch. Girmay auch. So, Girmay drückt weiter. Kwiatkowski haben wir noch hier. Wenn die blauen Gele gleich geschnupft sind, dann geben wir die roten Gele mit an die Hand. So, Askren kommt. Versucht eine Attacke, aber das war jetzt auch eher schnell verpufft. So, sehr kurvig. 34 Sekunden. Sepp van Marke zieht das echt gut durch da vorne. Schauen wir mal, dass wir das rote Gel nochmal verteilen. Sind jetzt zwei Gruppen geworden. Aber Kwiatkowski und Girmay sollen mal weiter Tempo fahren, solange es irgendwie geht. Ulle nimmt auch mal blaues Gel. Das wird für uns jetzt nicht ganz wichtig sein. 29 Fahrer. Ne, drei Fahrer nur hier. Wollte gerade sagen. Aber die werden uns gleich wieder auffahren. Hinten jetzt Nils Polit, der aber nicht mit nachführt. Sagen wir den Jungs da hinten mal, sie sollen rausnehmen. Girmay und Kwiatkowski hier noch an der Seite. Für Ulle. Kwiatkowski kommt. Und jetzt geht es sogar nochmal aufs Kopfsteinpflaster.
Da wäre es sogar fast am besten. Okay, wir ballern nochmal durch. Girmay hat echt noch Power. Die kommen aber hinten jetzt wieder ran. Das kommt sogar noch ein Kopfsteinpflasterstück danach. So, 53 Fahrer. Girmay versucht es nochmal. Also, der macht schon echt einen Top-Job hier. Kwiatkowski auch. Dahinter das Feld wird immer kleiner. Spannende Etappe, macht schon Spaß. Freue mich auch, wenn wir nächstes Jahr dann nochmal Paris-Roubaix machen. So, Küng ist wieder da. Den holen wir nochmal an die Seite. Der ist noch. Ah, guck mal. Eigentlich ist der sogar noch richtig fit. Dann lassen wir Küng nochmal Tempo machen, weil wir brauchen auch keinen Beschützer. Ulle ist sowieso am stärksten. Aber Küng jetzt nochmal fürs nächste Kopfsteinpflaster zu haben, ist natürlich absoluter Luxus. Da kommt Matej Mohoric. Weiter so, Jungs. Da werden wir richtig schön angefeuert. So, Tempo bleibt hoch. Wir attackieren jetzt auf dem nächsten Kopfsteinpflaster und versuchen den frühen Solo-Sieg. Denke mal, das könnte klappen. Alter, Küng drückt hier aber auch ein Tempo. Wahnsinn, geht die ganze Zeit aus dem Sattel. Da kann keiner sich wirklich richtig ausruhen. 7,5 Kilometer noch. Bleiben mal im Windschatten. Da kommt Pedersen, Mats Pedersen, genau, einer dieser Sprinter, die eben auch richtig gut auf Kopfsteinpflaster sind. So, Küng drückt. Holt den Kollegen da vorne hoffentlich wieder ein. So, ich glaube, das wird nichts. Wir warten auch mal. Da vorne ist das Kopfsteinpflaster eh gleich schon rum. Mats Pedersen wird das, glaube ich, ohnehin nicht schaffen. Wir fahren trotzdem mal hin. Lampert am Hinterrad. Allerdings sah es da jetzt auch nicht mehr ganz so gut aus. Wir haben das komplette rote Gel noch. 4,6 Kilometer. Sind allerdings auch noch, ups, 47 Fahrer hier mit drin. So, Lampert, fahr das Ding mal zu. Mathieu van der Poel natürlich dabei. Girmay noch mit dabei. 29 Fahrer sind es noch. Girmay macht mal weiter in Tempo. Das war ein geiles Team, wir hier aber auch hier am Start haben für Kopfsteinpflaster. Da hat jemand in der Vorbereitung der Saison gut gearbeitet. Ich glaube, das war ich. Ausnahmsweise lobe ich mich mal. So, vorne haben wir den letzten Kilometer. Unser Team macht das nach wie vor stark. So, ich hoffe mal, wir sind da nicht zu früh raus. Boah, da holt sich Wout van Aert den Sieg. Schade. Ich glaube, da waren wir sogar eher zu spät draußen. Schlechte Tagesform bei Ulle merkt man einfach schon gar nicht mehr. Okay, ist nicht ganz so schlimm. Kopfsteinpflaster-Etappen müssen wir nicht mehr gewinnen. War aber, glaube ich, von der Teamtaktik her hat es ganz gut gepasst. Aber dann leider nur der zweite Platz. Passiert halt auch mal in den Sprints. Ja, das hätte aber als Flachetappe gezählt, oder? Nicht gut. Schade. Hab's nicht mit Absicht verloren. So, da sehen wir es nochmal. Wout van Aert halt ein bisschen früher draußen und wir sind dann nicht mehr ganz vorbeigekommen. Ganz, ganz enges Höschen. Da jubelt auch schon Jumbo Lease a Bike. Muss man sich noch dran gewöhnen, aber gut. Es geht einem immer so. Man braucht eigentlich immer bis zum Giro, bis man die ganzen Teams dann wieder drauf hat. Ich glaube, mit Jayco Alula bin ich bis zum Schluss nicht klargekommen. Für mich ist das noch, immer noch Mitchelton Scott oder sowas. So, ja, gut, Wout van Aert auch mit schlechter Tagesform. Leider nur der zweite Platz. Dann für uns. So, 16 Sekunden sind wir noch vorne. Wir hauen die Eurotour natürlich hier noch durch. Jetzt geht die vierte Etappe, die Mauer von Huy nach oben. Mai nehmen wir trotzdem nochmal mit. Ist für uns jetzt nicht ganz so spannend. Und dann geht es ins 34 Kilometer lange Teamzeitfahren. Das wird bestimmt super. So, 8 Kilometer sind es noch. Vorne eine kleine Gruppe weg, die Gruppe Sanchez. Die Gruppe Ulle kommt hier dahinter. Da haben wir das grüne Trikot um Wout van Aert. Mats Pedersen auch wieder mit am Start. So, und dann geht es jetzt hier die Mur Saint-Léonard nach oben, wo man schon mal vorne mit dranbleiben sollte.
Das Spiel kennen wir, aber Ulle ist inzwischen so stark, der kann im Sitzen hier auch aus dem Sattel gehen. Nicht schlecht. Der einzige Mann, der das kann, ist Jan Ulrich. So, der Zauberer von Ost ist auch mit dabei. Alles Taco natürlich hier in der Gruppe. Bleiben mal im vorderen Bereich, ohne jetzt zu viel Energie rauszuballern. Rotes Gel nehmen wir einfach mal, auch wenn es gar nicht so wichtig ist. So, Rojas. Lascano. So, dann schauen wir mal vorne. Sanchez nochmal raus. Und bleiben jetzt einfach mal vorne. Es sind nur 12 Fahrer, die überhaupt noch mitgekommen sind. Bisschen merkwürdig. Okay, brauchen wir gar nicht vom Gas gehen. Hier auch nicht. Passt. 3,6 Kilometer. Schnabbeln wir nochmal schnell das blaue Gel. Tritt ja trotzdem noch ordentlich in die Pedale. Wout darf gerne vorbei, wenn er möchte. 2,5 Kilometer noch. Ah ja, stimmt. Es geht ja gar nicht mehr richtig brutal berghoch. Fällt mir jetzt gerade so auf. Hätte mir das Profil vielleicht mal genauer anschauen sollen. Hier fängt es dann an. Nehmen wir mal rotes Gel noch. Wout hat da jetzt schon einen ordentlichen Abstand gerissen. Nochmal rotes Gel nehmen. Aber Wout ist schon sehr, sehr weit weg. Weiß nicht, ob wir da nochmal hinkommen. Gehen wir nochmal in den Windschatten. Und ziehen da nochmal raus. Ja, okay. Dann wird es dann doch relativ deutlich. Also Ulle holt sich den Sieg an der Mauer von Hui und da kann auch keiner mithalten. Also Wout van Aert heute auch bockstark. Ulle mit schlechter Tagesform. Aber Hügeletappen sind, wie gesagt, geschenkt. Die gewinnt man häufig auch mit deutlich schlechteren Fahrern als mit Ulle. Das, wie gesagt, es geht jetzt nur noch darum, die 100% zu erreichen und alle Rennen zu gewinnen. Ist ganz klar, dass das jetzt nicht mehr dieses Außenseiter-Ding ist, dass man sich denkt, boah, cool, mit dem Fahrer das Rennen zu gewinnen. Das ist speziell, dass wir mit Ulle die Tour de France gewonnen haben. Ich glaube, schwerer kann man sich's nicht machen, als auf legendär mit einem Fahrer, mit einem Allrounder-Typ zu fahren. Mit Bergwert, ich glaube, 78 war es, 77, 78, weiß schon gar nicht mehr. Die Tour zu gewinnen, finde ich, ist schon eine Leistung. Muss man erstmal packen und ich bin ja nicht der beste Gamer, ne? Das sieht man auch in anderen Spielen. Ich bin ein absoluter Durchschnitt, wenn überhaupt, wahrscheinlich eher unterer Durchschnitt. Von daher, was lange währt, wird gut. Ist mein Motto jetzt im hohen Alter inzwischen. So, Ulle van Aert und Stuyven sind die Top 3. Der dritte Etappensieg bei der Rundfahrt beschert uns 23 Sekunden vor Wout van Aert. Aber das Ding ist noch nicht eingetütet, weil jetzt kommt natürlich die beste Disziplin, wo geben tut in diesem Spiel, nämlich das Teamzeitfahren. Schauen wir mal auf die Tagesform unserer Kollegen. Wir sind schon gut mit dabei. Ich meine, mit Küng haben wir einen richtig guten Zeitfahrer. Kwiatkowski ist mit am Start. Wir haben Eduardo Affini mit dabei. Das ist aber Teamzeitfahren, gell? Wie kann es da Favoriten geben? Toll, er hat sich jetzt Corona geholt. Healy ist jetzt nicht ganz so stark. Nils Pollitt ist auch ein guter Zeitfahrer. Also, wir sind schon gut aufgestellt. Girmay und Healy. Ach, guck mal, ich bin Healy 74 im Zeitfahren. Wirklich? Wusste ich gar nicht, dass er das so gut kann. Aber Juti, also gehen wir mal rein ins Zeitfahren. Ich mache mal einen Testlauf, ne? Ich setze jetzt den Cut. Nicht, weil ich das dann 46 Mal starte, sondern weil ich einfach nur noch mal ganz kurz die Steuerung vom Teamzeitfahren lernen muss. Let's go, Kwiatkowski startet. Jaco Alula momentan da vorne. So, er ballert mal los. Sind 34 Kilometer. Wir versuchen es mal halbwegs schnell zu starten. Ulle hat auf jeden Fall schon Bock. Und wir haben hier ein saugutes Team dabei. Also da kann eigentlich jeder mal. Nach vorne kommen. Lassen wir Kwiatkowski gerade noch ein bisschen fahren. Sehr, sehr starker. War mal Zeit vor Weltmeister Kwiatkowski? Ich weiß es gar nicht. Er war mal Straßenweltmeister. Aber er war eigentlich auch mal einer der besten Zeitfahrer der Welt. So, jetzt geht's hier bergab. Bergauf. Das war der falsche Knopf. So rum war der Wechsel, gell? Hä, jetzt habe ich es eben mal kurz getestet und dann trotzdem verschissen. Schauen wir mal.
wie sich das dann bei der Zwischenzeit gleich auswirkt. Der erste schon durch. Nicht schlecht. So, der Berg hat es schon in sich. Weiter so, Jungs. So, da können wir alle mal regenerieren, ganz kurz. Weiter so, Jungs. Haut rein. So, ja, vorne einfach mal grenzüberschreitend. Und dann darf Küng mal rein. Da heute Corona-bedingt nicht ganz so fit ist. Sind alle noch dabei, oder? Nee, einen haben wir echt schon verloren. Der humpelt da gerade hinterher. Ist wahrscheinlich Bini Girmay, oder? Ulle kämpft da jetzt aber auch ein bisschen. Zum Glück bislang ohne große Schwierigkeiten das Zeitfahren. Ich habe jetzt aber wirklich nur die Steuerung mir mal angeschaut. Ich weiß nicht, ob wir gerade vom Energiehaushalt wirklich gut dabei sind. Kann ich noch nicht so richtig beurteilen. Wir kommen bald zur ersten Zwischenzeit. Kurz angetäuscht mal mit Küng. So, dann hauen wir Affini mal vorne rein. Aber vom blauen Balken her wird es, glaube ich, kompliziert, wenn wir weiterhin so schnell fahren. Vor allem, weil es jetzt auch gleich nochmal bergauf geht. Ich gehe mal ein bisschen vom Tempo runter. Immer noch 5 Kilometer bis zur ersten Zwischenzeit. Also Teamzeitfahren zieht sich. Wie schaut's aus, Leute? Girmay ist noch auf einer anderen Postleitzahl. Auch nicht schlecht. So, oben Jayco Alula mit 21, 16. Sollten eigentlich die Bestzeit fahren mit den 21. Aber mal schauen, was Jumbo Visma da bei der ersten Zwischenzeit noch hinlegt. Die Ineos Grenadiers kommen mit 21, 48 durch. Hier schafft das vorne die 20-Kilometer-Marke. Also ich glaube, wir sind es ein bisschen zu schnell angegangen, würde ich jetzt gerade mal tippen. Vorne wird es jetzt nochmal steil. Da hauen wir dann Ben Healy wahrscheinlich am besten mal rein. So, der ist noch schwächer drauf als der Kollege Affini, aber Nils Pulli sieht eigentlich noch gut aus. Wir brauchen 4 oder 5 Fahrer. Das habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, es waren die letzten Male immer nur 4, die wir gebraucht haben. So, vorne haben wir die Kilometermarke. Ihr schafft das. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, Entschuldigung, da werde ich schon. Geht die Stimme schon weg. Bini Girmay ward nicht mehr gesehen. Normalerweise ist immer so eine Minute von der Kilometermarke, aber das hier bergauf geht natürlich ein bisschen länger. Aber es sollte eigentlich eine neue Bestzeit werden. 21:14 momentan von Jumbo Visma. Da sollten wir knapp drunter liegen. Wird aber ein enges Höschen. Da liegen wir ziemlich genau auf dem, was wir fahren sollen. 21:04 ist die Bestzeit. Und dann hauen wir Nils Polit mal rein. So, ich hoffe, die können ein bisschen regenerieren. Da hinten. Hinten raus geht es dann auch nochmal bergauf. 33:44, die nächste Zwischenzeit. 16 Kilometer noch. Geht aber auch nochmal nach der zweiten Zwischenzeit ein bisschen bergab. Nils Polit bleibt jetzt mal vorne. Ist okay, wenn wir jetzt komplett draufbleiben. Wer vorspulen will, kann gerne vorspulen. Sei dir erlaubt. Die Erlaubnis von mir. Ansonsten könnt ihr eigentlich sowieso immer machen, was ihr wollt. Die Regel ist ja eigentlich, da wo vorgespult werden, wo ich selber vorspulen würde in den Videos, das schneide ich ja normalerweise selber immer raus. Haut rein! So, 13 Kilometer noch. Energiemäßig sieht's okay aus. Haben wir Kwiatkowski noch mal vorne hin. Gehen wir noch mal leicht runter. Also sind wir definitiv zu schnell losgefahren, wie ich es aber fast immer mache. 5 Kilometer noch bis zur nächsten Zwischenzeit. Boah, das zieht sich. So, Ole hinten dran. Wir sind immer noch zu sechst.
Dieses Reingerufe, ey, nervt schon. Ich habe den Ton normalerweise immer ein bisschen leiser. Aber es wird vom Mikrofon nicht aufgenommen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Da kommen sie. So, Ulle kommt nochmal. Geht jetzt eh gleich nochmal bergab. Deswegen können wir ein bisschen schneller machen. So, 33, 44. Jo, das wird wahrscheinlich eher schwierig werden. Wo ist die Kilometermarke? Na, könnte klappen. Wir sind jetzt aber nicht mehr ganz so gut unterwegs. Gehen wir nochmal ein bisschen schneller. Und danach kommt dann diese kleine Abfahrt. Ah, okay, hier geht's bergab. Dann könnten wir es vielleicht sogar schaffen. Aber es wird eher so eine 44er. Und dann hoffen wir eben, dass wir es im Finale dann ganz gut wuppen können. So, jetzt geht es hier nämlich nochmal schön bergab. Da kann Küng nochmal ein bisschen drücken. Ganz kurz in die Aerodynamik. Ich glaube, tempomäßig macht das nicht so viel aus. Und dann können wir jetzt ballern. Ich hoffe, wir haben niemanden abgehängt. Ah, okay, es sah gerade danach aus. Aber jetzt können wir nochmal richtig loslegen. Also sind wir zwischendrin sogar ein bisschen zu langsam gefahren. Aber das bedeutet für uns jetzt, wir können nochmal richtig loslegen. Küng ballert jetzt von vorne. Affini dahinter. Hili muss auch noch mit. Ziehen jetzt einfach mit Küng durch. Vielleicht können wir sogar nochmal aus dem Sattel gehen. Okay, hier vorne müssen wir aber aufpassen. Jawohl, das haben wir gut gemeistert. Hier wird es auch gar nicht so steil bergauf gehen, dass man da jetzt aus dem Sattel gehen müsste. Aber wir können es eigentlich mal. Sogar noch zu viel Energie für unser Team. Ich drehe mich jetzt mal nicht um. Es sollte schon irgendwie passen, oder? Wenn Affini da mit kann, dann müsste der Rest doch auch mitkommen. So, kommt schon nochmal richtig ziehen und dann wird das. Jo, müsste gepasst haben. Ganz passables Teamzeitfahren. Wir hätten sogar noch schneller fahren können. Sollte aber für den Tagessieg gereicht haben. Ach, guck mal, Bini Girmay war auch noch da. Hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Schneller! Sehr nice. So, das müsste gepasst haben mit dem Tagessieg und auch mit dem Rundfahrtsieg. Für uns natürlich auch wichtig, dass wir das Teamzeitfahren gewinnen. Dann kommen wir nämlich dem 100% Ulle immer näher. Und er wird auch im Einzelzeitfahren dadurch stärker. Also, da sehen wir es. 39 Sekunden sogar der Vorsprung. Unser sehr, sehr starkes Team. Hä, wo war Jumbo Visma denn dann? Was ist denn mit Jumbo passiert? Alter, 1,34 verlieren die mit Van Baarle, Laporte, Benoot, Rowan Dennis mit dabei, Voss. What the fuck? Wie kann Rowan Dennis bitte im Teamzeitfahren stürzen? Aber gut, er ist wahrscheinlich vorher gestürzt. Durbridge ebenfalls. So, also, das war cool. Hat, glaube ich, Spaß gemacht, die Folge. Haben wir ein bisschen kurz mal drüber geredet, warum manchmal manche Let's Plays nicht mehr kommen. Wie gesagt, nur zur Erklärung. Ist nicht die Kritik, sage ich nochmal, völlig berechtigt. War, wie gesagt, nur eine kurze Einordnung, warum das dann eben auch manchmal so ist. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Wir schauen mal drauf, wo wir uns verbessert haben. Also Prolog und Zeitfahren ist nochmal besser geworden. Teamzeitfahren beenden, Teamzeitfahren gewinnen. Jetzt gilt es nur noch, Einzelzeitfahren zu gewinnen und ein Teamzeitfahren zu beenden. Zeitfahren von unter 10 Kilometer gewinnen. Das sollte jetzt aber auch langsam ein bisschen leichter werden. So, Bergetappen fehlen uns noch zwei. Mittelgebirge nur noch die Lombardei. Antritt haben wir jetzt komplett. Also schneller als 79 wird Ulle nicht mehr. Sprint haben wir auch komplett, da sind wir auf der 80, nur bei Flach. Da fehlt noch der eine Punkt und das sind dann eben diese 10 Dinger. Also wir haben einiges jetzt bei 100, Zeitfahren bei 71, Prolog bei 76, da fehlt es noch am meisten. Aber Ulle ist jetzt immerhin schon ein 91% Fahrer. Und bei der Open Tour kriegen wir natürlich die Möglichkeit, gleich nochmal die Bergetappen zu gewinnen und ein Zeitfahren unter 10 Kilometer. Also da können wir wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Machen wir dann in der nächsten Folge. Dann kommen natürlich danach auch noch die Weltmeisterschaften, die Lombardei-Rundfahrt. Ulle hat noch lange nicht fertig und die Tagesform spielt schon lange keine Rolle mehr bei Jan Ullrich. Also bei der Tour de France, bei einer Bergetappe schon, aber bei den Etappen hier völlig egal. Also, ich sage Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.